Okay, Leute, ich möchte auch noch mal kurz um eure Aufmerksamkeit bitten. Der LV Bayern würde gern für eine Veranstaltung werben. Wir würden gern kurz ein Video einspielen und dann wird der Stefan Körner noch was dazu sagen. Liebe, Hauptmord, Genozid, Kinderschänder, Terroristen. Bevor jetzt die Abmahnung von der CSU kommt, nehme ich das gleich zurück. Frau Bär kann selbstverständlich bis 13 und die ist so modern, die macht das binär und betrachtet immer nur die letzte Stelle, die 200. Stelle. Aber da gibt es natürlich eine Dreitippenpartei, eine Eintippenpartei. Man wirft uns ab und zu vor, wir würden uns einbilden, dass es einen Überwachungsstaat gibt, der auf uns zukommt. Aber wir haben es hier schwarz auf weiß. Über die Lobbyralen brauchen wir auch nicht sprechen. Und die Grünen? Bis die Baumkuschler sich mal einig werden, wächst sie. Ja, schönen guten Morgen. Wir haben in Bayern eine Tradition und zwar treffen wir uns zum politischen Aschermittwoch, um den anderen Parteien einfach mal zu sagen, was wir wirklich von ihnen halten, ohne dass es auf die genaue Wortwahl ankommt. Diese Tradition gibt es in Bayern schon relativ lang und die Piraten haben gedacht, wenn es so lange existiert, dann sollten wir das auch tun und wir haben den piratischen Aschermittwoch ins Leben gerufen. Der findet jetzt seit ein paar Jahren statt. Turnusgemäß oder normalerweise eben in Ingolstadt. Und im Augenblick arbeitet der KV Ingolstadt an der Ausrichtung des nächsten. Der ist am 22.02.2012. Der einzige Unterschied zu den früheren Veranstaltungen ist, dass wir diesmal eine etwas größere Halle gemietet haben. Wir haben Platz für 500 Piraten und wir würden uns freuen, wenn viele von euch kommen und diese Tradition mit uns weiterführen. Also am 22. Februar 2012 Pflichttermin in Ingolstadt. Danke.